es ist ja wichtig, jetzt die passenden Geschenke zu kaufen, aber viele haben kaum mehr Geld in der Geldbörse. Ne? Und die Regierungsparteien verhandeln gerade ums neue Sparpaket. Es geht ja vor allem um die Vermögenssteuer. Und unsere lieben Kollegen von Maschek haben sich da genauer informiert. Ich möchte jetzt sagen, als Finanzminister, der ich bin und vor Ihnen stehe, diese Vermögens- oder Reichensteuer, die ist ein Blödsinn. Wir von der Wirtschaft, wir sind die Elite. Wir sorgen dafür, dass ihr alle ein Geld habt. Ich habe aber in Köln nicht. Hol ich einen Wein auf, nicht? Habe ich für mich geholt, eine Flasche Roten. Und für Tannerl habe ich eine Flasche Weißwein geholt. Ich muss das wissen. Ich war selbst lange in einer Firma tätig. Ich war nicht nur ein normaler Luft, sondern überdimensionierter XX-Latsch. Na ja, was mache ich? Ich drücke den Stoppe rein. Bin ja nicht blöd. Ne? Und was passiert? Und deshalb wird es diese Reichensteuer nicht geben unter einem Finanzminister Schelling. Ein Riesenwascher von einem Fleck hat es gehabt. Ne? Das habe ich nicht mehr rausgekriegt. So könnt ihr zwei jetzt bitte endlich den Schnabel halten. Das ist ja unerträglich. Ja, wir sind ja schon. Ja, da herrscht zwar Redefreiheit, aber nicht zu so einem blöden Thema. Also folgendes: Ich möchte jetzt ganz kurz zum Thema Arm bzw. Reich den Herrn Bundeskanzler spontan um seine Vision fragen. Spontan. Na gut, mir ist gerade spontan aufgefallen, dass im Wort Österreich das Wort Reich drinnen steckt. Und das ist eigentlich ein bisschen diskriminierend, weil wir sind ein Land für die Armen und für die Reichen. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht benennen wir Österreich um. Da könnte man schauen, was hat Österreich für eine Staatsform. Sie wissen ja, Italien hat den Staatsform des Stiefels, die Staatsform des Stiefels. Österreich ist mehr ein Schnitzel. Rechts ist es dicker als links. Und da könnten wir uns Schnitzelland nennen, Republik Schnitzelland. Dann fühlen sich auch die Armen mitgemeint, weil ein Schnitzel kann sich jeder leisten. Zumindest ein Schweinernes kann sich jeder leisten. Sehr gute Idee, wunderbar. So, nach dieser interessanten Vision würde ich sagen, weckt mir irgendeins von den betäubten Faultieren in der letzten Reihe auf. Und zwar, wen suche ich mir heute aus? Den mir völlig unbekannten Herrn namens Vetter mit V. Bitte um Ihre Rede. So. Ich bin gar nicht vorbereitet. Ich habe gerade dieses schöne Buch gelesen, das mir gerade vorhin in der U6 jemand zugesteckt hat. Der Wachturm, der Tower. Das ist sehr interessant und ich kann es kurz... Kanzler, ich muss reden mit dir. Okay. Komm schon mit. Ja. Das ist wichtig. Juristische Geschichte. Ich habe aber nicht just studiert. Macht nichts, komm mit. Und jetzt werde ich weiterlesen. Dankeschön. Du willst da Österreich umbenennen in Schnitzelland. Es, ich weiß ja nicht, ob es da nicht ein Problem gibt, juristisch gesehen. Ob aber es schaut eindeutig aus wie ein Schnitzel, Österreich auf der Karte. Ja, da gibt es Präzedenzfälle, ich habe das am Tisch gekriegt. Flieg einmal drüber über die Sache und schau das einmal an. Dann kann man weiterhin. Gut, ich flieg drüber. Ja, ja, bitte mach darum. Ja, mach das. Ja, mach das. So, jetzt bin ich drüber geflogen. Und man sieht von oben eindeutig, wenn man sich die Umrisse von Österreich anschaut, es sieht aus wie ein Schnitzel. Absolut eindeutig, ein Schnitzel. Was soll es aus Österreich? Schaut überhaupt nicht aus wie ein Schnitzel. Für mich schaut Österreich aus wie die Keule von einem Gummiadler. Ich werde dir zeigen, wie die Keule jetzt los. Schau wie scharf. Maschek. Vielen Dank, Maschek. So, meine lieben, besinnlichen Willkommen Österreich Zuseher Gruber Festspiele heute in Willkommen Österreich. Zu uns kommt der Wissenschaftler und Entertainer Werner Gruber und die großartige Komödiantin Monika Gruber. Und was diese beiden Grubers eventuell miteinander verbindet, hat unser lieber Apotheker Edlinger für Sie herausgefunden.